Herzlich willkommen zu einem kleinen Fazitvideo über unsere Flusskreuzfahrt von Basel nach Straßburg und dann wieder zurück mit der Antonio Bellucci. 2,5 Tage hat das gedauert, das war so eine Flussschnupperkreuzfahrt. Da ging es dann vor allem darum, um herauszufinden, ja, ist eine Kreuzfahrt etwas für mich oder eben nicht? Das heißt, nicht für Ursi oder mich. Wir waren ja schon des Öfteren auf einem Kreuzfahrtschiff, aber meine Mutter hat das mal testen können, ob das etwas wäre. Ja, schon mal vorweggenommen, ihr hat es sehr gut gefallen. Auch meine Schwester und meine Nichte hat diese Reise sehr gut gefallen. Ob es dann mal auch für meine Mutter auf Hochsee geht, ja, das wird sich dann noch weisen. Denn ja, es ist klar, eine Flusskreuzfahrt kann man natürlich nicht 1:1 ummünzen oder umwandeln in eine Hochsee. Da gibt es doch noch den einen oder anderen Unterschied. Aber mal generell, ob es einem gefällt, auf einem Schiff zu übernachten und so die Destinationen zu erreichen und zu erkunden. Ja, für das geht das allemal. Ja, ein kleines Fazit von der Reise an sich. Das Schiff, toll, wirklich, hat uns sehr gut gefallen. Die Crew hat wirklich tolle Arbeit geleistet, war sehr, sehr aufmerksam und auch das Essen, wie wir das schon ja gewohnt waren oder wie wir das auch schon mitbekommen haben auf der Donau, das ist von den Speisen her gleich nochmals ein Level höher, als wir das bisher auf den Hochseekreuzfahrten erlebt haben. Ja, das war eben auch so, erst auf der Antonio Bellucci und die Strecke an und für sich von Basel nach Straßburg. Naja, sagen wir mal, landschaftlich gesehen gibt's wahrscheinlich Schöneres als gerade diese Strecke, aber dafür ist dann Straßburg eben eine Reise wert und hat sich auch sehr gelohnt, hat uns gefallen. Zwischenzeitlich gab es ja noch einen kleinen Stopp in Breisach. Nochmals ganz kurz zurück, das habe ich jetzt vergessen, von der Kulinarik. Das war eigentlich wirklich alles sehr gut. Da gibt's auch den einzigen kleinen Makel, kann man sagen, ausgerechnet beim Essen. Wer vegan essen will oder möchte oder muss, ja, der kann das angeben bei Thurgau Travel, kann sich da das so vormerken. Hat alles wunderbar geklappt, das Essen war auch sehr, sehr gut. Ursi hat das ja für sich vorbestellt. Und nur beim Dessert, da gab es dann, ich glaube, 3 oder 4 Mal gab es da den Früchteteller. Naja, ich sage mal, und das hat auch Ursi gesagt, für so eine Kurzreise ist es ganz okay. Dann eben ist es halt so, dass es immer den Früchteteller gibt, ist man dann aber eine Woche oder länger auf der Antonio Bellucci und man bekommt als Veganer oder Veganerin immer nur den Früchteteller, dann ist es dann vielleicht doch etwas dürftig, denn heutzutage ist es wirklich nicht schwer, auch einen veganen Dessert zu kreieren, das könnte sogar ich, also für das muss man nicht gerade eine Ausbildung dafür absolviert haben. Also für diese kurze Reise war es okay, aber ja, das ist der einzige Makel. Wenn es dann eben länger wäre, wäre es dann schon ein bisschen fade. Aber das ist natürlich Meckern auf großem oder hohem Niveau. Möchten wir auch so gar nicht tun. Das Ganze oder die ganze Reise war wirklich sehr, sehr toll und hat uns auch so gefallen. Besonders für uns Schweizer, wir mussten nicht weit anreisen, der kürzeste Anreiseweg zu einem Kreuzfahrtschiff, den wir überhaupt jemals hatten, hier nach Basel zu kommen. Jetzt fehlt eigentlich nur noch die Kabine und die zeigen wir euch jetzt noch. Ein kurzes Kabinenvideo gibt's jetzt auch noch. Viel Spaß dabei und dann ja, gibt's schon bald los in den Orient. Da freuen wir uns drauf, wenn ihr da mit dabei sein möchtet. Abonniert doch diesen Kanal und folgt uns auch auf Instagram, da seid ihr ja etwas näher oder zeitnah bei uns. Rauchiseisen auf Instagram, würde uns freuen, wenn wir euch dort wiedersehen. Jetzt aber das Kabinenvideo, wie versprochen. Bis dann, tschüss. Ein kleiner Kabinenrundgang von unserer Kabine 315, eine Außenkabine auf der Antonio Bellucci.
hier gleich auf der linken Seite zuerst die Schränke, wo man dann seine Kleider verstauen kann. Relativ viel Stauraum hier auf der Antonio Bellucci. Dann hat man hier noch einen Wasserkocher für Kaffee und Tee, einen Tresor und Bademäntel sind auch hier. Und hier nochmal dasselbe mit Kleiderbügeln und einem Schirm bei schlechtem Wetter. Dann das Bett jetzt hier für uns in Fahrtrichtung werden wir da liegen. Und hier ein kleines Fenster, etwas erhöht, so mal das auf die Seite. Blick hinaus auf den Rhein mit Volldampf unterwegs. Ein kleiner Fernseher ist auch noch, ein kleiner Spiegel. Und dann haben wir hier auf der Seite die Nachttische. Jetzt steckdosenmäßig ist da nicht viel zu holen. Mal schauen, ist das etwa so das Einzige, was das hier sein soll. Das entzieht sich jetzt gerade meiner Kenntnis. Das wäre wahrscheinlich hier für die Bordkarten. Und das hier Headphones, sagt Ursi. Headphones. Das kann sein, ja. Dass das natürlich so ist, wenn man natürlich auf einem Landgang ist, kann man das natürlich hier einstecken und dann hört man den Guide. Das ist ziemlich schlau von Ursi, das wird wohl so sein. Ich wäre da nicht drauf gekommen. So, dann fehlt noch das Bad. Bei den Steckdosen waren übrigens stehen geblieben. Die sind hier auf dieser Seite, gibt es eine. Und jetzt eben noch ins Bad. Das sieht doch recht edel aus mit etwas Licht. So. Hier noch die Tablare. Oh ja, ach gut, Ersatz und ein Eimer. Dusche und das Klo dann auch noch. So. Hier Lotion und Seife. Ja, klein, aber gut. Und hier flackert das Licht, also gehen wir wieder raus. Somit, ja, war es das schon von diesem kleinen Rundgang auf der Außenkabine im untersten Deck der Antonio Bellucci. Wenn euch das Video jetzt gefallen hat, dann freuen wir uns einen Daumen hoch und auch über einen Kommentar. Vielleicht seid ihr ja schon bald auf diesem Schiff.